Also schauen wir uns mal die Lösung dieser Aufgabe 52 an zum Grundstromkreis. Wie gesagt, 1,5 Sterne, nicht so wahnsinnig kompliziert. Es gibt einen aktiven Zweipol und einen Lastwiderstand von 10 Ohm. Soll diese Leistung umgesetzt werden, wenn man den Lastwiderstand auf 5 Ohm verringert, dann soll die Leistung steigen. Ja, also wahrscheinlich ist das jetzt so eine weniger Widerstand, macht mehr Strom und dann muss eben der Strom so viel steigen, dass dann die Leistung da entsprechend. So, und jetzt soll man Leerlauf, Spannung im Widerstand dieses aktiven Zweipols bestimmen. Was jetzt bestimmt an der Stelle nicht verkehrt wäre, ist, man zeichnet sich mal um diese Schaltung aus. Wie dann gemeint ist, also der aktive Zweipol hat eben eine Spannungsquelle und die hat genau diese Leerlaufspannung, richtig? Und dann hat dieser aktive Zweipol auch einen Widerstand. Also, das hier ist kann das. Die Leerlaufspannung mehr hinter dem Innenwiderstand. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich schon der erste Denkfehler. Also, weil die Leerlaufspannung, kommen wir gleich drauf hin. Also, das hier ist die Leerlaufspannung, das ist die Quellspannung, das ist der Innenwiderstand. So, wenn ich jetzt hier an den Klemmen, wirklich die Leerlaufspannung messe, also im Leerlauf, dann heißt der Leerlauf an der Stelle, dass da kein Strom fließt. Und wenn kein Strom fließt, gibt es auch keinen Spannungsabfall über diesen Innenwiderstand. Den nenne ich mal I. Und dann ist die Spannung hier an den Klemmen entspricht dann natürlich genau der Quellspannung hier vorne. Ja, aber im Normalfall würde ich eben sagen, ist also ne, laut Aufgabe zumindest sollte jetzt hier dieser Widerstand RA angeschlossen sein, der Außenwiderstand, der Lastwiderstand, da gibt es zwei Varianten für, also RA1 und RA2 und dann gibt es über dem Lastwiderstand eine Spannung, QA nenne ich die mal und in dieser Masche, es gibt ja hier nur einen Strom, den nenne ich mal I. So, und jetzt kann man natürlich so sein Grundlagen-Elektrotechnik-Wissen hier drauf werfen auf dieses Problem und kann sagen, naja, also an diesem Widerstand muss natürlich ein ohmisches Gesetz gelten, also UA muss sich ergeben aus R mal I oder ich kann das in Richtung Strom umstellen, dann steht da I ist UA durch RA oder ich kann das in Richtung von dem Widerstand umstellen, dann steht da RA ist UA durch I. Und wir können natürlich, also das ist jetzt das ohmische Gesetz in verschiedenen Varianten aufgeschrieben und wir können natürlich eine Formel noch für die Leistung PA hinschreiben. Also das ist ja hier, das sind ja Werte für die Leistung in diesem Widerstand und die ergibt sich aus UA mal I. So, und jetzt kann man gucken, also Leistung haben wir gegeben und einen Widerstand haben wir gegeben. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel die Formel hier einsetze, da rein, dann kommt da eine Formel raus, also P ist I Quadrat mal RA. Ja, und dann habe ich nur noch gegebene Werte. Ich habe jetzt die Leistung, die gegeben ist und ich habe den ich habe den Widerstand, der gegeben ist. Damit kann ich einen Strom ausrechnen und ich könnte natürlich auch genauso jetzt diese Gleichung nehmen und für den Strom hier einsetzen und würde dann darauf kommen, dass die Leistung genau das gleiche ist wie U Quadrat durch R. Und dann weiß ich auch den Widerstand, ich weiß die Leistung, kann ich die Spannung ausrechnen. Also kann ich jetzt in beiden Fällen das mal so umstellen, dass ich sage, I Quadrat wäre eben PA durch RA und dementsprechend kann ich auch sagen, I ist dann die Wurzel daraus und müsste das jetzt gleich mal für die beiden Fälle im Prinzip ausrechnen. Das mache ich mal woanders und genauso kann ich die Formel hier umstellen und kann sagen, UA Quadrat ist EA mal RA. Und wenn ich UA haben will, nicht U Quadrat, nehme ich hiervon einfach auch wieder die Wurzel. So, damit kann man jetzt natürlich schon mal für diese beiden Arbeitspunkte, das mache ich jetzt vielleicht mal hier in anderen Farben, also für diesen ersten können wir jetzt ausrechnen, der Strom wäre also entsprechend der Formel hier die Wurzel von 20 Watt
durch 10 Ohm. So, kurze Einheitenprobe. Watt lässt sich auch schreiben als? Volt mal Ampere. Genau. Und Ohm lässt sich schreiben als Volt durch Ampere. Dann kürzen sich die Volt weg und wir haben die Wurzel von Ampere mal Ampere. Ampere Quadrat macht Ampere. 20 durch 10 macht 2, also kommen da Wurzel 2 Ampere raus. Das kann man jetzt bestimmt erstmal so stehen lassen. Und genauso kann man die Spannung ausrechnen für diesen Fall. Also ich nenne das mal I1 und nur A1, weil das ja zu diesem ersten Arbeitspunkt gehört. Und das wären jetzt 20 Watt, die ich auch nur schreiben kann als Volt Ampere mal 10 Ohm, die man auch schreiben kann direkt als Volt durch Ampere. In dem Fall kürzen sich die Amperes weg und es bleiben Volt Quadrat über und die Wurzel macht Volt. Naja, und das sind jetzt die Wurzel von 200 Volt, das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Ne? Das ist jetzt auch nicht sonderlich hübsch, aber also man könnte jetzt noch die 100 ausklammern. Und 10 mal 2. Und dann wären es 10 mal Wurzel 2, dann wären das ungefähr, also ne, das wären ungefähr 1,4 und das wären eben ungefähr 40. Also können wir mal so roundabout hinterschreiben. Das sind 1,41 oder was auch immer das dann ist, Ampere, und das sind eben roundabout 14,14 oder sowas. Ich weiß nicht, was Wurzel Volt. So, und genau das Gleiche machen wir jetzt einfach mal für den zweiten Arbeitspunkt. Ja, ach so, und was man natürlich auch noch jetzt mal kurz als Probe machen könnte, wenn ich wieder U durch I rechne, dann sollte natürlich da wieder der Widerstand rauskommen, entsprechend der Formel hier unten. Und dann sieht man auch, dann, weil da ist genau dieser Faktor 10 Ohm dazwischen. So, jetzt machen wir das also einfach noch für den zweiten Arbeitspunkt, I2. Also 30 mal 5, nee, halt 30 durch 5, ne, sind 6, also Wurzel 6 Ampere. Und UA2 sind dann 30 mal 5, das sind 180, richtig? Nee, 150. Also die Wurzel von 150 Volt. Und das müsste man, könnte man jetzt, sollte man, dürfte man auch noch vielleicht mal einen Taschenrechner oder so mit Oktav noch was ausrechnen, dass da irgendwie ein Zahlenwert ist. So, und ich meine, die können wir gleich noch ergänzen, dass das so ungefähr als Dezimalbruch eben dieses oder jenes ergibt. Und also wir haben jetzt, du kannst mir einfach einen Wert, also Wurzel, genau, das sind 12,24 Volt. Und Wurzel 6 macht 2,45 Ampere. So, und damit muss man jetzt irgendwie geschickt weitermachen. Also wir haben jetzt den Strom und die Spannung hier ausgerechnet. Zweimal. Und das muss jetzt natürlich zu der restlichen Schaltung, zu der restlichen Masche passen. Und für die restliche Masche, also für die restliche Schaltung, kann man jetzt natürlich an der Stelle einfach mal einen Maschensatz. Also mache ich mal hier einen Grau. So ringsrum. Hier einen Maschensatz aufschreiben. Und der Maschensatz würde dann lauten, dass die Leerlaufspannung, also wenn wir mal von dem Punkt hier oben nach hier unten gehen, auf dem Weg lang, dann muss der muss die Leerlaufspannung genauso groß sein wie die Spannung auf dem anderen Weg lang. Und das wäre UI plus UA. Und dann kann ich für UI und UA jeweils das Ohmsche Gesetz einsetzen. Dann steht da RI mal I. Und naja, ich kann jetzt auch schreiben RA mal I. Ich könnte auch vielleicht das UA einfach so stehen lassen, weil das UA ja das ist, was wir jetzt hier oben ausgerechnet haben. So, und jetzt kann ich hier drauf schauen. Also ich habe jetzt eine Gleichung mit im Prinzip zwei Unbekannten, nämlich der Leerlaufspannung und diesem Innenwiderstand.
Aber ich habe ja zum Glück auch zwei Werte, weil ich habe zweimal einen Wert für den Strom hier und hier und ich habe auch zweimal einen Wert für die Spannung hier und hier. Also ich kann jetzt, ich habe jetzt ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Und also, ja, man kann auch vielleicht, dass die einfachste Variante, das zu lösen, wäre jetzt sowas wie Gleichsetzungsverfahren machen. Ich setze das einfach gleich. Also ich sage, dass, ich schreibe mal hin, Gleichsetzen, Gleichsetzungsverfahren. Also ich sage, R I mal I 1 plus UA 1 muss genauso groß sein wie R I mal I 2 plus UA 2. Und kann das jetzt natürlich irgendwie versuchen nach RI. Also jetzt habe ich eine Gleichung mit noch einer Unbekannten. Ja, jetzt kann ich das in Richtung RI umstellen. Und also zum Beispiel indem ich erstmal die RIs alle auf eine Seite hole und die UAs alle auf eine Seite hole. Also ich rechne jetzt minus das, ne, dann steht hier RI I1 minus I2, wenn ich das R1 RI ausklammere und wenn ich das UA1 auf die andere Seite hole, steht hier drüben UA2 minus UA1. Und dann kann ich das nach dem RI umstellen und dann steht da, RI ist also die Differenz dieser Spannung geteilt durch die Differenz der Ströme, aber in der anderen Richtung und Reihenfolge. So, und du kannst das durchtippen. Ich rechne mal kurz im Kopf oder also schreib mal in die Werte hin. Also 14,14 minus die 12,24 und die Bullen andersrum, weil der eine Strom ist ja auch alles, schreibt ein Minus davor. So, Volt und hier unten steht I1. Also eine muss das natürlich, da muss was Positives rauskommen, ne? Ampere minus die 2,45 Ampere. Also da sieht man schon hier oben, das wäre ja was Positives. Mit der Wurzel davor ergibt es was Negatives. Das hier unten ist auch negativ. Was Negatives durch was Negatives ergibt was Positives. Volt durch Ampere ergibt Ohm. So, und das hier oben sind so ungefähr 2. Das hier unten sind so ungefähr 1. Also da sollte ungefähr 2 durch 1 ungefähr 2 rauskommen. So, was sagt der Taschenrechner Schönes? Der 1,83. Genau, 1,8, das könnte ungefähr sein. 1,83, ne? Also ungefähr 2, sagt jetzt meine Kopfrechnung. 1,83. Aber in der Lösung steht was anderes. In der Lösung steht was anderes. Das ist natürlich eine spannende Sache. Oh, naja, gut, dann schauen wir mal. Also wir machen mal kurz weiter. Und jetzt wissen wir ja diesen Innenwiderstand, Strom und Außenspannung an der Last wissen wir auch. Jetzt können wir daraus ja mal die Leerlaufspannung ausrechnen. Also daraus würde sich jetzt ergeben, leer ist das 1,38 Ohm mal den Strom, den wir jetzt, jetzt können wir uns hier oben irgendeinen aussuchen, also zum Beispiel die 1,4 Ampere plus die zugehörige Spannung, das waren die 14,14 Volt. So, und dann 2 mal 1,5 macht ungefähr 3, ein bisschen weniger als 3 plus 14 macht ungefähr 17, da sagen wir mal 16, irgendwas sollte da jetzt so rauskommen. Was sagt der Taschenrechner? Schön. 16,73 Volt. So. Und das ist wahrscheinlich das, was du auch ausgerechnet hast, ja? 1:1. Naja, gut, da gucken wir mal. Also schauen wir mal hier in die Ergebniskontrolle rein. Das kann natürlich sein, dass sie in seltenen Ausnahmefällen auch mal falsch liegt. Also hier steht was von 16, oh, Entschuldigung. Also 16, ich bin in der Zeit verrückt. Das kann gut möglich sein. So, also hier kommen wir auf so ziemlich die gleichen Werte. Ich kann ja mal, ich mache mal kurz Copy und Paste, das ist mal das Einfachste. Und ziehe die mal hier rüber.
So, und dann sehen wir, naja, also bis auf jetzt hier irgendwie so ein bisschen Nachkommastellen passt das schon ganz gut überein. Ne? Der Rest ist jetzt irgendwie so numerische Ungenauigkeit vom Rechnen. Ja, jetzt könnte man noch diskutieren, wie kann man jetzt vielleicht noch dieses Gleichungssystem lösen? Also man kann das Gleichungssystem natürlich auch so umstellen, dass das Euler, also das will ich ja wissen und das hier will ich wissen. Leerlaufspannung im Widerstand, das weiß ich. Ja. Jetzt stelle ich die Gleichung so um, dass ich das noch, den Teil noch auf die andere Seite hole. Also das hier steht U leer minus, ja, U mal I ist UA. Also unbekannte Seite, bekannte Seite. Und die Gleichung kann ich jetzt einfach zweimal aufschreiben. Und dann kann ich das wie in Matrixform schreiben. Also das, weiß nicht, quetsche ich mal jetzt auch, wenn es nicht sonderlich schön ist, noch hier runter. Ja, also ich könnte eben sagen, meine Leerlaufspannung habe ich hier einmal und die habe ich hier auch einmal. Und dann habe ich eben minus I mal, also minus I einmal und minus I zweimal jeweils den Innenwiderstand, also meine gesuchten Größen in dem Gleichungssystem in Matrixform sind die Leerlaufspannung und der Innenwiderstand. Und auf der anderen Seite habe ich eben die Spannung an der Last UA1, UA2. Also das ist jetzt die Gleichung zweimal aufgeschrieben für den einen Arbeitspunkt, für den anderen Arbeitspunkt und in Matrixform umgeschrieben. Jetzt so ein paar Schritte in einem, aber ich habe jetzt nicht so viel Platz, dass ich das noch x-mal irgendwie aufschreiben kann. Ne? Aber wenn ich das jetzt ausrechne, Matrixmultiplikation, also ich mache mal in blau für den ersten, also ich rechne die Zeile mal die Spalte, dann steht da einmal U leer minus U einmal RI ist UA1. Und das ist genau das, was hier stehen würde für den ersten Arbeitspunkt. Und wenn ich die zweite Zeile dieser Matrixmultiplikation ausrechne, zweite Zeile mal die erste Spalte, steht da U leer minus I2 mal RI ergibt UA2. Und das ist genau das, was beim zweiten Arbeitspunkt funktioniert. So, jetzt kann ich mir passend dazu irgendwie Octave suchen und das mal kurz aufmachen und das vielleicht einmal noch mal jetzt hier kurze Probe machen, ob das alles so passt. Und auch einen ganz kleinen Moment zu laden. Also mache ich das mal hier zu und ziehe es mal so hier so rüber, dass ich hier alle Werte irgendwie drauf bekomme. Das kann ja sicherlich auch noch ein bisschen kleiner. Also wir hatten sowas wie RA1 waren 10 Ohm und PA1 waren 20 Watt. Und dann hatten wir RA2, waren 5 Ohm und BA2 waren 30 Watt. Und daraus hatten wir jetzt diese Ströme ausgerechnet. I1 war die Wurzel Square Root von PA1 durch RA1. Und da kam eben diese Wurzel 2 raus. Und das Gleiche kann ich jetzt einfach machen, indem ich hier mal den zweiten ausrechne. Ich stelle mal fest, wir haben wahrscheinlich schon fast schlau gewesen, das jetzt mit, also einfach mit direkt Arrays Matrizen zu machen oder Vektoren zu machen. Ich bräuchte zweimal die Zeile zu kopieren, aber egal. So, 2,44 passt auch. Und jetzt machen wir das mal in der UA1. Das war die Wurzel aus PA1 mal R1 mal KH1. So, das sind die 14,4. Und wenn ich das jetzt noch für den zweiten mache, dann kommen da die 12,2 raus. Das passt eben so weit. So, und daraus kann ich mir jetzt diese Matrix zusammenbauen. Die nenne ich mal einfach so, und da steht eben drin eine 1.
dann ein Minus I ein und in der zweiten Zeile nochmal eine 1 und ein Minus I2. So, dann sieht die Matrix so aus. Und dann kann ich mir noch die andere Seite, den nenne ich mal B, diesen Vektor zusammenbasteln. Da steht einfach minus U A1 und minus U A2. Und dann stellt man schon fest, das war jetzt keine wahnsinnig schlaue Idee. Das ist einfach mit Varianten. Ich hätte das einfach direkt auf die zwei Widerstände in einen Vektor reinschreiben sollen, zwei Spannungen, zwei Leistungen in einen Vektor. Dann wäre das alles viel schöner gewesen. Vielleicht mache ich das auch gleich nochmal. So, und jetzt können wir dieses Gleichungssystem lösen und unsere Unbekannten ausrechnen. Die nenne ich mal x. Und die ergeben sich wie immer durch diese Linksdivision a, also b durch a, a wechsel b. Und da kommen minus 16,73 raus. Aber warum kommen die jetzt negativ raus? Warum ist denn die Spannung? Aber warum sind die Spannung negativ? Die Spannung sollte natürlich nicht negativ sein, richtig? Das ist so ein weißen Copy-and-Paste-Fehler vom Strom. Die Spannungen sind positiv und dann kommt natürlich auch das Positive raus. Also das Erste, was in dem unbekannten Vektor drinsteht, sieht man hier drüben. Das ist die Leerlaufspannung und das Zweite, was da drinsteht, ist der Widerstand. Das sind genau die Werte, die wir haben. Da sieht man, das funktioniert im Prinzip ganz fantastisch. Eine Idee wäre, wir machen das jetzt nochmal in hübsch und schreiben mal einfach direkt also auf die Leistung, die beiden Leistungen, die wir haben, waren einmal 20 und einmal 30. Ja, die Leistung in den Außenwiderständen. So, die Widerstände, die wir hatten, waren einmal 10 und einmal 5. Okay, so, und dann können wir eben, also so wie wir den Strom ausgerechnet haben, kann ich das jetzt natürlich so machen. Also einfach mit einer Gleichung kann ich aus beiden Leistungen, beiden Widerständen die Ströme ausrechnen. Weil das jetzt aber ein Vektor ist und das ein Vektor ist und ich die nur elementweise dividieren will, muss man diesen Punkt da reinschreiben. So, ein Punkt macht das eben elementweise. Und dann kriegt man die beiden Ströme raus. Jetzt kann ich das genauso mit den beiden Spannungen machen. Hier muss auch wieder so ein Punkt hin, damit diese Multiplikation eben keine normale Matrizenmultiplikation, Vektormultiplikation wird, sondern eine elementweise kriege ich die beiden Spannungen. So, und jetzt kann ich natürlich daraus ein bisschen einfacher dieses Gleichungssystem zusammenbasteln. Also weil meine Matrix A ergibt sich eben aus so einem Vektor, wo zwei Einsen drin stehen und an diesen Vektor dran. Also ein Semikolon macht immer eine neue Zeile, hiermit mache ich eine neue Spalte. Da müssen jetzt die Ströme dran und zwar negativ und noch transponiert. Das ist hier ein Zeilenvektor, ich brauche jetzt aber einen Spaltenvektor. So, und dann kriege ich meine Strommatrix. Ja, also es ist jetzt, kommt jetzt drauf an, ne? Man könnte jetzt sagen, das ist einfacher, das ist komplizierter, weiß ich nicht. Also ich finde das jetzt irgendwie hübscher. Also weil das jetzt auch noch für mehr Arbeitspunkte oder für größere Probleme genauso funktionieren würde. So, und mein Vektor B mit den bekannten Größen, das ist jetzt einfach die U's. Die UAs, und zwar auch wieder transponiert. Die waren ja hier oben auch ein Zeilenvektor, die brauche ich jetzt auch als einen Spaltenvektor. Und der Rest, die Lösung des Gleichungssystems bleibt das Gleiche, kommt natürlich auf das raus. So, also kurze Zusammenfassung bis dahin. Dieses Gleichsetzungsverfahren ist das, was ich machen würde, wenn ich das jetzt von Hand rechnen müsste. Ja, so, wenn man jetzt einen Computer und MATLAB zur Verfügung hat, ist es vielleicht schlau, das so in dieser Gleichungsmatrixform aufzuschreiben. Und die könnte man jetzt natürlich auch mit einem Gauss-Verfahren lösen, aber bevor ich jetzt die mit einem Gauss-Verfahren gelöst habe, habe ich das hier oben auch irgendwie ausgerechnet. Und jetzt gibt es noch eine dritte Variante, die man hier machen kann, die meines Erachtens irgendwie auch ganz nett ist, und zwar das einfach grafisch zu lösen. So, und dafür, also auch wenn man da so ein bisschen schön sieht, was da passiert, ne? Und dafür brauche ich jetzt mal ein Diagramm mit einer Spannungsachse und sozusagen mit einer Stromachse, die packe ich mal hier unten
relativ weit hin, weil wir ja gar nicht so negative Ströme haben. Und wenn man jetzt ein ordentliches Zeichenprogramm hätte, dann könnte man natürlich auch direkt eine gerade Linie malen, aber egal. So, und jetzt müssten wir hier mal in dieses Diagramm praktisch ja sowas wie die Kennlinie von unserer Quelle einmalen. Ja, also, und die steht hier. Also hier steht die Spannung an den Klemmen, die ergibt sich aus Leerlaufspannung minus Innenwiderstand mal Strom. Und wenn man halt so scharf drauf schaut, dann ist das eigentlich wie in Mathe sowas wie y ist m mal x plus m. Ja, und das m ist eben, also der Anstieg, das ist eine lineare Funktion, die hat einen Achsenabschnitt, die hat einen Anstieg, der Anstieg ist negativ und ich zeichne jetzt im Prinzip das wie eine lineare Funktion ein. So, und also jetzt, und wir wissen eben von dieser linearen Funktion aber auch schon zwei Punkte. Nämlich wir wissen, bei 1,4 Ampere soll ich diese Spannung haben, bei 2,4 Ampere soll ich diese Spannung haben. So, also müssen wir jetzt mal irgendwie diese Achsen ja vernünftig beschriften und sagen, also unser Strom geht ja so bis 2,4, ne? Also machen wir hier vielleicht eine 1 hin und hier eine 2 und mal Kästchenpapier, der ist natürlich viel schöner und dann wäre hier ungefähr die 3. Also das ist der Strom in Ampere, 1, 2, 3. So, die 1,4, die wären hier irgendwo, das wäre mein Strom I1 und die 2,4 irgendwas, die wären hier irgendwo, das wäre mein Strom I2. So, und die Spannung, die gehen ja so bis 14 Volt oder sowas, ne? Also mache ich hier mal so zwei Schritte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Das ist Spannung in Volt. So, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Lift off, we have a lift off. So, und jetzt kann man natürlich hier diese Arbeitspunkte eintragen. Der blaue Arbeitspunkt, der erste Arbeitspunkt, das war ja dieser hier bei I1, muss ich jetzt hier mal so rumpeilen, und der kam ja raus bei 12,4 Volt, richtig? Nee, Quatsch, weil der war bei 14, der war ja bei der höheren, 14,14, also der ist ungefähr hier oben. So, das ist U1. Ja, das waren die Wurzel 2 mal 10. So, und dann gibt es noch den zweiten Arbeitspunkt, der war bei Wurzel 6 Ampere, was 2,4 irgendwas waren. Das war dieser hier. Und da landet man aber bei 12, irgendwas wollen, 12,25, richtig? Also das war ein Wurzel 150. So, das lag hier eben so ein bisschen drunter. So, wie gesagt, mit Kästchenpapier würde das alles auch viel schöner gehen, aber schon so. So, und na, jetzt habe ich zwei Punkte. Also ich habe diesen ersten Arbeitspunkt, den hier, und ich habe diesen zweiten Arbeitspunkt. Und damit ist ja die Kennlinie von meiner Quelle, die natürlich auch diese Arbeitspunkte erfüllen muss, wenn ich zwei Punkte habe, die nicht aufeinander liegen, ist eine gerade ist die lineare Funktion vorgegeben. Und die muss ich da jetzt irgendwo durchpacken. Ja, und die, ja, ich weiß jetzt, dass da 16,7 rauskommen. Also zeichne ich hier jetzt mal auch ein, dass das ungefähr so passt. Ne? Also die sieht jetzt eben ungefähr so aus, dass die hier so durchläuft und eben genau diese gerade ergibt. Wo eben hintersteckt, das ist U leer minus ja, I mal I. Ja, und im Prinzip eine lineare Funktion, also wenn man das jetzt wieder mathemäßig machen würde, das wäre Y, das wäre X, Y ist M mal X plus N und bei uns ist die Funktion jetzt eben, dass die Spannung UA sich ergibt aus minus R mal I plus U leer. Der Innenwiderstand entspricht dem Anstieg, die Leerlaufspannung entspricht dem Achsenabschnitt, dem Schnittpunkt mit der Y-Achse.
So, also ich habe diese zwei Punkte. Ich könnte das jetzt auf Kästchenpapier super genau Millimeterpapier einzeichnen. Und dann nehme ich einfach Lineal, verbinde mit dem Lineal zwei Punkte, gucke, wo schneidet das hier vorne die Spannungsachse, die Y-Achse, das ist genau die Leerlaufspannung. Und dann könnte ich mir hier so ein Anstiegsdreieck reinpacken und könnte aus dem Anstiegsdreieck eben ermitteln, wie groß ist der Anstieg. Und ich meine, der Anstieg in Mathe ist sowas wie Delta Y durch Delta X. Ja, also wenn ich das jetzt, ich male es mal kurz in meiner Tintenfarbe hin. Also Anstiegsdreieck hier, M ist Delta Y durch Delta X. Und jetzt auf mein elektrotechnisches Problem bezogen, also sehen wir ja, der Innenwiderstand ist sowas wie minus M laut unserer Formel. Also muss ich sowas nehmen wie so ein minus Delta U durch Delta I. Und das ist ja genau das, was wir vorher schon ausgerechnet haben. Exakt so ist es, ne? Weil wenn ich jetzt hier gucke, hier steht ja sowas wie so ein Minus, deswegen habe ich das vorhin auch schon so geschrieben. Also hier steht ja genau ein Minus Delta U, also U1 minus U2 und dann I1 minus I2 und hier steht noch ein Minus davor, also weil dieser Innenwiderstand, der muss natürlich am Ende positiv werden, aber das ist genau die Formel, die hier schon steht. Die glaube ich jetzt gar nicht mehr hinzuschreiben, aber das ist genau das, was da rauskommt. Man hat abgesehen, dass das hier alles schon irgendwie ein bisschen komisch ist. Okay, so, ich versuche mal auf die zweite Seite umzuschalten. Naja, hier ist das alles wieder so ein bisschen verruckelt, das liegt an meinem Zeichenprogramm. Also, diese grafische Variante wäre noch eine dritte, dieses Problem zu lösen und die Leerlaufspannung und diesen Innenwiderstand zu bestimmen. Und naja, also funktioniert im Prinzip genauso. Zumindest für den Innenwiderstand würde man ja auch relativ schnell auf die Formel kommen und dann kann man viele sagen, okay, lineare Funktion, ich weiß einen Punkt oder ich weiß zwei Punkte, ich weiß diesen Anstieg, dann kann ich mir natürlich auch hier vorne ausrechnen, was wäre denn dementsprechend also so wenn ich die Formel von der linearen Funktion in Richtung n umstelle, dann kriege ich ja auch raus, wie groß da die Leerlaufspannung ist. Also sehr schöne Lösung dieser Aufgabe auf verschiedene Art und Weisen. Gleichsetzen, Tricks, Rechnung und einmal Grafisch lösen.